Hallo und willkommen zurück zu einem weiteren Part von Resident Evil Zero. Okay. Natürlich wieder anderes Outfit. Billy, der muss auf seinen 4 Outfits bleiben. Ich habe mal ein bisschen was abgelegt. Ah, die Büste könnten wir mal da oben ablegen. Kann man der eigentlich auch unterm Rock schauen? Ich glaube nicht. Wäre auch zu viel Fanservice. Nee, nee, nee. Das gebe ich euch nicht. Ich könnte vergessen. So. Böses haben wir schon mal. Und das Gute, es muss im Einklang sein. You stay here. Nein. Okay. Let's go. Okay. So. Da ist zu. Da, woher weiß die, dass das zu ist? Wir haben noch nicht mal ausprobiert. Aber ist zu, ne? Ja, ist von der anderen Seite verschlossen. Ist verschlossen. Schlüsselloch zu sehen. Oben ist das Bild einer Uhr eingraviert. Also so ein Uhrenschlüssel. Okay. Alles klar. Aber wir wollten weitergehen und zwar mit Billy Cohen. Wir sind immer noch auf der Suche nach Heilkräutern vor allem. Boah, wir sind sowas von am Arsch. Boah, solange der liegen bleibt, ist das okay. Wir müssen uns auch nicht mehr darum kümmern, dass irgendwelche Typen einfach... Ja... Dass... Ja, dass Tote wieder aufstehen, die man schon getötet hat. Da brauchen wir keine Angst haben. Tote bleiben tot. So, und jetzt wollen wir hier hoch. Meines Wissens gibt es da wieder weitere Zombies nach und nach. Nö, komm. Ah, sogar der da ist einer. Vermeiden wir diesen Ort. Erstmal. Aufgrund, ich weiß nicht, ob das wirklich notwendig ist. Und wenn, dann nur für ein paar Kräuter und dann... Ah, nee. Die Munition will ich noch nicht verschwenden. Aber man kann übrigens auch immer mit nur einem Charakter laufen. Der andere macht dann anderes Zeug. Aber dann hat man natürlich das Problem mit den Items. Ich fände es auch cooler, wenn man so ein großes Haus Koop spielen könnte. Das hätte was. So ein Gebäude, so Koop-mäßig, dass man auch mehrere Wege nehmen kann. Also hier ist zum Beispiel, du gehst schon mal darüber. Wir können uns, dass man auch irgendwie Items sich irgendwie rüber tauschen kann mit irgendeinem Gerät oder so. Was natürlich voll Hightech ist und natürlich in so einer Welt nicht existieren kann. Ach ja. Genau, wir wollten Rebecca irgendwo hochschicken. Ja, denn Rebecca ist so schwach, Billy hochzuschieben mit diesem Ding. Deswegen müssen wir Rebecca da hoch. Das Problem ist, Rebecca ist ziemlich angeschlagen, hat aber Kräuter. Okay. So. I'll go. Okay. So.
Okay, dann geht's auf nach oben. Okay, ach, wir können hier gar nicht nachladen. So. Problem. Hier liegt Munition, ich kann es nicht aufheben. Was? Der Aufzug hat die Fahrt nach oben nicht überstanden. Er ist nur nutzlos. Du willst mir sagen, ich bin hier auf mich allein gestellt jetzt. Willst mir echt weiß machen. Okay. Welche Tür muss ich öffnen? Ich wollte Karte. So. Okay. Billy kann ja schon mal auf die andere Seite gehen. Und dort warten. Hätten vorher noch Items austauschen können. Ernsthaft. Versuch's. Ach komm. Willst du mich verarschen? Klar steht da ein Zombie. Boah, wir sind alle am Arsch momentan. Ziemlich... Oh. Zombie-Drecksack. Okay, holen wir uns jetzt die Munition für die Shotgun. Das Problem ist natürlich die Shotgun. Zwei Slots. Und das sind alle große Waffen. Zwei Slots. Und das hasse ich. Man hat nur 6 Slots pro Person, also 12 Slots insgesamt. Und dann muss man noch 2 Slots aufgeben für eine Waffe. Nicht cool, Bro. So, hier ist Munition. Die wir nicht tragen können. Das Kampfmesser. Ach komm, weg damit. Braucht man Scheißdreck. So kann ich die Munition wenigstens mitnehmen. So viel ich weiß, sind jetzt im nächsten Raum Kräuter. Sind die Kräuter? Boah, ich bin total am Arsch. Ohne Kräuter, ohne Heilung, gar nichts hier. Ständig in der Heilung. Was habe ich mir dazu gemutet? Ganz ehrlich. Ja, zu ruhig. Okay, wir müssen rennen. Wir können keinen. Lass ich's liegen. Warum ich's liegen gelassen habe, ist ganz klar. Wir haben noch ein rotes Kraut irgendwo. Und ich will kein grünes Kraut einfach verwenden. Ah, wo geht's denn hier zur Treppe? Runter da, okay. Da ist, glaube ich, auch eine Tür, die wir nicht aufkriegen. Weil wir dafür auch einen Schlüssel brauchen. Genau, für die. Tür wurde aufgeschlossen.
Billico und holt sich jetzt mal eben Kraut. Und das meine ich halt. Wenn man jetzt zu zweit wäre, könnte der andere das rote Kraut holen, wenn der andere das grüne Kraut holt. Und ich laufe natürlich hier komplett falsch. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Ah, lasst mich! Wenn die so schreien, wollen die einen angreifen. Das ist gar nicht gut. Das kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Nein! Nein, nein, nein! Nein! Wow! Gut ausgewichen, Cone. Der Nachname ist cool. Mein Name ist Cone. Billy Cone. Okay, dann brauchen wir jetzt nur noch... Ach, weißt du was? Ich laufe den ganzen Weg. Man könnte es eigentlich so machen. Bei Speedruns werden oftmals beide Charaktere so perfekt genutzt, dass wirklich der eine wartet, der andere dann manchmal sogar am Eingang wartet oder so, keine Ahnung. Kleinen Moment, das haben wir gleich. Austauschen. Ernsthaft. Allein, dass wir zwei Pistolen haben. Aber ich brauche beide. So. Heb das auf. Billy hebt. Nein, nicht das. Hebt das auf, genau. So, das kombinieren wir jetzt. Zwei Pistolen, ernsthaft. Jetzt mal überlegen. Brauche ich die Shotgun? Ja, ich brauche. Brauche ich eine Waffe? Ja, brauche ich auch. Heilung, so. Nee, wir müssen mit Rebecca erspeichern. So. Okay. Lass eine Schreibmaschine Daten aufspeichern, so. Es ist anstrengend momentan. Na gut, wir haben zweimal große Heilung. Wenn wir vorsichtig sind, werden wir die beide nicht so schnell verbrutzeln. Aber ich bin echt ein Miserabel momentan. Boah, das ist echt übel grad.
Die weißen Schuhe glänzen immer so, als wäre das ein Item. Bei Billy ja vorhin auch. So, mein lieber Billy. I'll go alone. Okay. Das Gerät hat eine Kette. Ah, okay. Hier ist. So, starten. Wenn man da übrigens einen Fehler macht, kann man sich natürlich auch selbst töten. Ist mir schon mal passiert, da habe ich falschen Knopf gedrückt, da ist das Gitter auf mir drauf geknallt. So, wir haben Anlage, Schlüssel. Oh. Knabbert gerade an der. Der Junge. Junge. Fuck! Kennt ihr die Definition von knapp? Alter! Wow! Das war mein letzter Schuss, wäre der nicht draufgegangen. Ich weiß nicht, was dann... Ne. Boah, meine Güte. Rebecca, gib mir mal deine Knarre. Ey, alter Falter, was zum... Ah, das meine ich mit Endgegner mit der Pistole kalt machen. Wow. Wow, wow, wow. War die denn den... Ah, wir haben das Farbband noch. Egal. Ah. Ah, ganz ehrlich. Ach, komm.
haben wir erstmal kein... Na. Okay. Wir sollten doch lieber ein Kampfmesser nehmen für Notfall. Und wir sollten aufhören, jeden Gegner Platz zu machen. Ernsthaft, das könnte zu einem Problem werden. Okay, wir laufen jetzt mal ohne Munition rum. Versuchen wirklich mal ein paar Gegnern auszuweichen. Das Problem ist, hier in diesem Resident Evil ist es so, Gegner stehen einem wirklich im Weg. Man kann denen nicht ausweichen. Na gut, hierfür ist der Schlüssel nicht gedacht, denn... So, jetzt müssen wir überlegen, wo haben wir überall eine Tür mit Feuer? Ah, bei dem einen Zombie. Okay, dafür haben wir keine Munition. Ja. Rebecca, könntest du mir einen Gefallen tun? Leg das Fahrband bitte weg. Danke. Solange ich keine Munition für das Scheißding habe, kann ich es auch weglegen. Das gleiche gilt für die Pistole. Todesmutig, wie wir sind. Okay, wir lassen die in Ruhe. Keinen unnötigen Zombie erschießen. Auswahl an Gewürzen und... Oh, Benzin. Benzin! Wir können ja mal ein paar Gegner verbrennen. Kühlschrank. Die Tür ist kaputt und lässt sich nicht öffnen. Leere Flaschen. Was? Ach! Brennflüssigkeit! Ah, ich dachte schon. Oh, klar, hier sind Flaschen, ja. Fuck. Ja, mein Problem. Bitte sei hinter mir. Die Waffe eigentlich? Ja, okay. Hat auch er den Schlüssel? Ja, hat er. Okay. Vorne lag noch Benzin. Da, Benzinkanister. Ich glaube, das werde ich brauchen. So. Ja, danke. Einen Moment mal. Da ist eine Tür. Da waren wir noch nicht drin, oder? Da waren wir noch nicht drin. Gibt es eine Toilette? Und ich weiß, was es da noch gibt. Und ich weiß nicht, der eine Raum ist denn roter oder... Okay. Let's split. Sie ist geschwächt. Roger. Es wäre besser, wenn nur Billy erstmal was macht.
Aber ich sehe schon, der Part ist eh schon vorbei. Sorry, Leute. So schnell geht die Zeit rum. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Euer Zveneta.